Und das war es dann auf dieser Seite des Flusses. Gut, dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Wir können uns erst in der Kneipe umschauen. Oder das Gebiet abklappern. Ich glaube, wir hören uns erstmal in der Kneipe um. Taverne zum rübsenden Drachen. Ein interessanter Name. Gehen wir mal rein und gucken, was Sache ist. Ob uns da einer was erzählen kann. So, Taverne. Du, da siehst schon mal interessant aus. Ja. Wir haben ein paar Türsteher. Und am hauptsächlichsten haben wir Saufkumpanen hier. Und ja, man merkt, es ist nur eine Taverne. Hier hinten ist das Lager. Mit nichts Interessantem darin. Und der Wirt. Wegen diesem verdammten Volo... Bei mir ist das Bier billig. Ja, gut. Wegen diesem verdammten Volo geht das Geschäft nur halb so gut. Der kann sich auf was gefasst machen, wenn er mir jemals wieder über den Weg läuft. Wie sieht es aus? Möchtet ihr etwas trinken? Gib uns einmal Met. So. Volo. Ah, ja. Die Rechnung. Nach dem nächsten Bier, junge Frau, zahle ich ganz bestimmt. Oh, er hat mal erkannt, dass wir eine Frau sind, auch wenn er uns für die Kellnerin hält. Oder für das Schankweib. Seid gegrüßt. Ich sehe es eurem Gewand an, dass ihr hier nicht zu Hause, sondern auf Reisen seid wie ich. Setzt euch ein Weilchen zu mir, genießt mit mir die Stimmung auf diesem schönen Jahrmarkt und lasst uns Geschichten aus fernen und fernscheinenden Landen austauschen. Also mit Jahrmarkt meint er hoffentlich den Jahrmarkt östlich von Naschkel und nicht die Kneipe. Ich bin durch ganz Ferun gewandert, doch nach der Gastfreundschaft eines einfachen ländlichen Festes habe ich bislang vergebens gesucht. Es ist eine Schande, wie jedes Freudenfest durch die Ereignisse der jüngsten Zeit getrübt ist, auch wenn man gute Miene zum bösen Spiel macht. Ihr blickt verwundert rein, so wisst ihr am Ende nichts von den Schwierigkeiten, mit denen die liebenswürdige Einwohnerschaft von Naschkel sich herumschlägt? Doch, das tun wir. Sie haben Probleme mit der Miene. Wenn ihr eben erst angekommen seid, kann ich euch berichten, was ich weiß. Sofern ihr mir euer Ohr schenken wollt und noch ein Bier dazu gebt. Na klar. Wollt ihr von dem hören, was in den Minen vorgefallen ist oder die tragische Geschichte des Kommandanten der Garde? Du redest ein bisschen viel, Kumpel. Und wir wissen eigentlich, und du hast uns nicht mal richtig vorgestellt. Aber gut, fragen wir erst einmal nach den Minen. Meine Gefährten und ich interessieren uns für die Minen. Erzählt uns, was ihr darüber wisst. Es heißt, dass überall entlang der weiten Schwertküste von den Cloud Peaks bis Baldur's Tor ein Erzmangel herrscht, der den ansässigen Handel fast zum Erliegen bringt. Räuber, angeblich sowohl Menschen als auch Halbmenschen, also Hobgoblins, überfallen Karawanen. Das Erz, das seinen Bestimmungsort erreicht, wird durch einen Schmelzvorgang, der auf unerklärliche Weise von einer seltsamen, das Eisen schwächenden Seuche hervorgerufen wird, spröde und nutzlos. Als ob das nicht schon genug Grund zur Sorge wäre, ist auch noch die Produktion in der Mine außerhalb von Naschkel gesunken, wobei die deutlich geringeren Produktionsmengen der Unruhe unter den Arbeitern zugeschrieben wird. Das mysteriöse Verschwinden einiger Minenarbeiter hat die ganze Gegend in Aufruhr versetzt, so dass die Situation durch das nächste Vorkommnis völlig aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Ja, also wenn ein dreiköpfiger Ork hier auftaucht. So viel habe ich auch schon durch die Gerüchte auf der Straße erfahren. Eure Geschichte hat nur mehr Schnörkel. Ja, stimmt eigentlich. Volo ist auch ein Geschichtenerzähler, nur so mal als Hintergrundstory. Den trifft man auch in Neverwinter Nights 2,
wieder. Nur mal so als Hintergrundfeedback. Also der ist Buchautor, deswegen redet er so geschwollen. Könnt ihr mir noch mehr erzählen? Ich interessiere mich auch für die Geschichte vom Kommandanten der Garde. Lass dich zunächst austrinken, dann können wir uns die frühe Morgenstunde mit unseren Erzählungen vertreiben. Okay, wir müssen ihn nochmal ansprechen. Seid mir abermals gegrüßt, mein neugieriger Freund. Ich hoffe, das Lokalkolorit findet euren Zuspruch. Habt ihr wohl mehr über meine Reisen erfahren? Ja. Wir wollen über den Kommandanten der Garde jetzt was hören. Kommandant Brage von der Garde von Arm soll seit einigen Wochen schon verschwunden sein, nachdem sich sein Verhalten seltsam verändert hatte. Während er früher ein Familienmensch mit gutem Leumund war, hat er sich plötzlich dem Chaos verschrieben und so randaliert, wie ich es noch nie gehört habe. Seine Kameraden konnten nichts Außergewöhnliches bemerken, das diese Wandlung ausgelöst haben könnte. Eins scheint jedoch bemerkenswert. Gäbe es den Eisenmangel nicht, wäre es wohl nicht bemerkt worden, aber der Kommandant hatte plötzlich ein neues Schwert. Welche Tragweite diese Information hat, kann ich jedoch nicht sagen. Eine interessante Geschichte, das muss ich sagen. Gut gemacht, Volo. Viel Glück auf euren Reisen. So, wir haben jetzt Gerüchte von Volo. Also genau das nochmal wir hier reingeschrieben bekommen, was er uns erzählt hat. Und ja, wir haben Düna hier gerettet. Das hatten wir ja schon. Gut. Was wollt ihr? Gut. Mehr scheint die Taverne auch nicht herzugeben. Also schauen wir uns mal weiter um. Eigentlich sollten wir ja bis zum Tag noch mal rasten. Weil jetzt haben sich die Leute ja wahrscheinlich in ihren Farmhäusern eingeschlossen. Wenn sie Angst haben und alles. Also rasten wir noch mal bis zum Tag. Wir haben ja zum Glück Zeit im Baldur's Gate. Wenn wir jetzt rasten, ist es 6 Uhr morgens, da dürften die Bauern schon wieder auf den Feldern sein. Dann können wir uns ja erst einmal hier noch das Gebiet angucken und dann die beiden Farmhäuser nochmal abklappern. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Was wir aber machen sollten, fällt mir gerade so ein, da Minsk und Talisa 3 Heiltränke haben. Khalid nur 2 und die Shahira gar keinen. Geben wir mal 2 an Shahira weiter. So. Da sind die Heiltränke mal fair aufgeteilt. Im Moment nötige ich nichts. Du solltest dich mal kurz heilen. Was wollt ihr? So. Nichts leichter als das. Darauf könnt ihr euch aber verlassen. Und dann schlafen wir noch einmal. Hä? Ihr könnt jetzt nicht ruhen, ach so, weil noch der Heilzauber auf Yahira liegt. So. Mieten. Gut. Was? Gut. Jetzt müsste es 6 Uhr morgens sein. Nichts leichter als das. Genau, sehr schön. Gehen wir jetzt mal hier oben am Wirtshaus entlang. Und schauen uns da mal weiter um. Hier hinterm Wirtshaus hat sich zum Beispiel jemand versteckt. Ich hab Besseres zu tun, als mich mit einem Trottel wie euch zu unterhalten. Sehr höflich. Hallo, ihr da. Ihr seht aus wie eine Gruppe auf Wanderschaft. Wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt, eure Vorräte auffüllen wollt, dann geht ihr am besten auf den Jahrmarkt. Der ist östlich von der Stadt. Es ist zwar nicht allzu viel los, nach den ganzen Ereignissen in der Mine, aber ihr werdet schon finden, was ihr sucht. Ja... Jetzt noch nicht. Ich glaube, wir sorgen erstmal dafür, dass sich die Lage hier entspannt. Habt ihr etwas gesagt? Ich gehe nicht wieder in die Minen runter. Da stimmt was nicht da drunten. Versteht bloß nicht, wie so abenteuerlustige Trottel wie ihr da freiwillig runtergehen. Ich für meinen Teil tue alles, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Also in den Minen scheint definitiv was nicht zu stimmen. Ja, sie fürchten sich vor den Minen, aber sie wissen nicht, was dort unten ist. Könnte also nur ein Wildhund sein. Oder ein Wolf, der sich da aus Versehen eingenistet hat.
Nach Norden kennen wir ja das Gebiet schon, nach Osten auch. Dann müssen wir auf jeden Fall... Ja, wir gucken trotzdem mal nach Norden. Also von hier aus, was wir im Norden erblicken, da erblicken wir nur das Gebirge. Nichts leichter als das. Das Gebirge, durch das wir gereist sind. Also ja, wir gehen immer zum Kartenrand und schauen in die Richtung. Oh, das sieht etwas größer und imposanter aus, das Haus. Ja, das sieht so aus wie ein... Was ist das? Ein Herrenhaus mit einem Schild dran. Ja, Talisa klopft mal höflich. Aber die Leute haben sich hier eingeschlossen. Okay. Die Leute haben sich da leider eingeschlossen. Haben aber einen ziemlich hübsch gemachten... Also das Haus passt sowas von gar nicht nach Naschke rein. Da passt eher der Wassertank hier. Oh, hier sind wir hinterm Tempel. Hier ist sogar eine Krypta. Wow, der Way hat eine große Krypta bekommen. Der sagte, verdammt, das Spiel bringt mich noch um. Okay, die Entwickler von Baldur's Gate hatten es damals wahrscheinlich auch nicht gerade leicht. Immerhin war Baldur's Gate das erste Spiel seiner Art, also mit diesem pseudo-rundenbasierten Echtzeitkampfsystem. Also ja, das habe ich auch, glaube ich, noch nie erklärt, wie das in Baldur's Gate überhaupt abläuft mit den Runden. Weil auch bei bestimmten Zaubern steht ja, dass die bestimmte Rundenzahl halten. Wirkungsdauer... Zeitaufwand 1, Wirkungsdauer eine Stunde, also damit ist eine Ingame-Stunde gemeint. Hier zum Beispiel, Wirkungsdauer 4 Runden plus eine Runde pro Stufe. Eine Runde sind 6 Sekunden. Also pro Runde kann ein Charakter eine Aktion vollziehen, also alle 6 Sekunden schlägt Minsk mal zu oder alle 6 Sekunden kann Düner hier einen Zauber sprechen. Und der Junge glotzt die Wand von der Baracke an. Willst du mit mir kämpfen? Nein, will ich nicht. Hauptmann Brage wird seit ein paar Tagen vermisst. Mama und Papa sagen, dass er verrückt ist. Manchmal bin ich nachts ganz sicher, dass er durch die Wälder um unser Haus streift. Aber ich habe zu viel Angst, nachzusehen. Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Ja, ist auch besser so, wenn ihr nicht mit Fremden redet. Ah ja, die Stadtwache passt auf den Wasservorrat auf. Wenigstens etwas. Also der Wassertank steht hinter der Garnison. Jetzt nochmal zurück zu den Runden. Also eine Runde geht 6 Sekunden und eine Phase sind 10 Runden, also eine Minute. Also wenn bei irgendeinem Zauber oder so dabei steht, dass er eine Phase hebt, hebt er also eine Minute lang. Die Keule hingegen da, die wir hätten zaubern können, hebt nur ein paar Sekunden. Also da stand 4 plus 1. Also nochmal zeigen, also ich benutze die Zauberkeule gar nicht. Also 4 plus eine Runde pro Stufe, also jetzt im Augenblick sind es 6 Runden. Also 36 Sekunden lang hebt die Keule. Und hier ist eine Mühle. Okay, ist hier in dem Eck auch nichts Interessantes. Ah, hier ist noch ein Haus. Mal sehen, ob wir in dieses Haus rein dürfen. Erstmal das Gebiet daneben noch aufdenken, so. Nein, das ist auch abgeschlossen. Ich glaube, die Leute haben einfach im Augenblick zu viel Angst wegen den Minen. Gut. Dann sollten wir uns demnächst mal aufmachen zu den Minen. Wir gucken noch mal kurz gen Osten.